Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert Folge. Und heute haben wir mal wieder ein Magazin aus der Anfangszeit des Super Nintendos dran. Ja, und zwar vom Dezember 92. Das Weihnachtsgeschäft war im Hochgange. Und hier wurden wieder einige schöne Spiele vorgestellt. Wie man sieht, eindeutig eher so auf der Super Nintendo fixiert, was klar ist. Aber wir haben ja auch Mystic Quest, das erste Gameboy Abenteuer mit deutschem Bildschirmtext. Super, das war damals echt nur ein Verkaufsargument. Herrlich einfach. Und mit großem Mario-Kalender für 3,90. Wunderbar. Ja, Hauptthema ist natürlich Mario Paint, aber auch Zelda 3 ist hier natürlich ein großes Thema. Aber ich würde sagen, genug gelabert. Wir steigen einfach mal direkt ein. So, und zwar wie immer natürlich der schöne Inhalt, wie man sieht. Gameboy-mäßig ist es relativ dünn gesät. NES ist durchaus doch noch mehr drin, als ich gedacht habe. Aber der Fokus, wie gesagt, liegt auf jeden Fall auf den Super Nintendo. Und hier läuft gleich meine Katinka durchs Bild. Grüß dich. So. Die findet es natürlich auch toll. Herrlich. Oh, ja. Die Leserbriefe mit den Kunstwerken natürlich wieder. Ich zeige euch mal, also... Mutig. Mutig, aber natürlich sehr kreativ. Anscheinend wurde hier aus alten Flaschen ein Mario gebaut. Sehr, ja, kreativ, nenne ich es auf jeden Fall mal. Lasst euch vor den Katzenschwanz da in der Ecke nicht irritieren. Der muss da sein. Das ist das neue Deko hier. Hi, Katinka. Ihr kennt die beiden, die haben natürlich hier Vorrecht, immer was irgendwelche Tische drüber laufen angeht und so weiter. Ha, herrlich. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Leserbriefe, jetzt bin ich gerade etwas aus dem Konzept, ehrlich gesagt. Wunderbar. Umweltschutz, Teddybär da natürlich mit dem Gameboy und den schönen Battery Pack natürlich hier schön spielt. Und natürlich aber auch hier für ein Kind ist das gar nicht mal so eine schlechte Zeichnung. Ne? Hier Mario mit den Muskeln. Anatomisch glaube ich nicht ganz korrekt, aber hey, wer bin ich, um zu urteilen? Es ist alles besser als das, was ich zeichnen könnte wahrscheinlich. Ja, großes Thema wieder Super Mario World, natürlich 1A-Titel wieder. Und hier werden natürlich wieder verschiedene Levelabschnitte vorgestellt. Das war ja damals bei den Magazinen durchaus üblich, dass halt über Monate hinweg irgendwelche großen Spiele immer mal wieder irgendwelche Level vorgestellt wurden, um so natürlich auch so ein bisschen Lösungen zu präsentieren. Weil damals, ihr wisst es alle, kein Internet. Da war man wirklich sehr stark auf sein Glück angewiesen, um irgendwie, wenn man irgendwo festhing, um dazu zu wissen, wie es weitergeht und wie nicht. Und deswegen war sowas immer sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Ja, Super Mario World muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Kennen wir alle, lieben wir alle. Ist natürlich ein wunderbares Spiel, wobei ich ja, ich sag's immer wieder, den zweiten Teil etwas besser finde. Aber es liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, weil ich den ersten Teil damals wirklich nicht hatte. Bei Kumpels und sowas natürlich immer mal wieder gespielt, aber ich hatte den nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woran das jetzt genau liegt und so weiter. Und ich war jetzt sehr, sehr seltsam. Wobei natürlich hier diese Bowser-Schloss-Level, ey, boah, die habe ich immer gehasst. Ich weiß nicht. Schon allein immer diese bedrohliche Musik, also auch schon in den Vorgängerteilen. Mit diesen Lava, wo man nicht reinspringen konnte, das wirkte immer alles so bedrohlich. Und gefühlt hatte man dann da halt wesentlich mehr Stress beim Spielen. Also dieser Spielstress, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Da war es schon ziemlich krass, aber das ist genau das, sollte das natürlich auch denn quasi erreichen, dass man halt natürlich zu dem Boss kommt und dadurch natürlich auch etwas aufgeregt ist. Gerade schwer in Worte zu fassen, merke ich gerade. Super Panda-Idee, wenn du ein Blättervideo machst und mit Worten ringen musst, herrlich. Das hier, den fand ich als Boss echt geil, weil er so richtig kreativ ist. Ja, dieses Rhino-Riesenrad, also wie die auf die Idee gekommen sind. Ich meine, gut, die Thematik ist natürlich auf jeden Fall ein bisschen mehr Richtung Dinosaurier und so weiter. Das sah man ja auch an Yoshi. Das war ja auch wohl ein Anliegen, dass man unbedingt Yoshi da etwas reinbringen wollte, dass man Dinosaurier reinbringt. Und das haben sie natürlich auf jeden Fall geschafft und ist natürlich heute immer noch ein sehr, sehr beliebter Charakter. Zu Recht, würde ich auf jeden Fall sagen. Und jetzt sind wir hier schon bei Zelda. Wunderbar. Das hatte ich natürlich als Kind.
Habe ich geliebt ohne Ende. Ich glaube, das ist wirklich das Super Nintendo-Spiel, was ich neben Secret of Mana natürlich am ausführlichsten gespielt habe. Wobei ich es damals leider nicht durchgeschafft habe. Und zwar auch da wieder dieses Kommunikationsloch, sage ich mal. Ich hing irgendwo in der Schattenwelt relativ zum Schluss fest. Und zwar habe ich das nicht gerafft, dass man diese Medaillons da irgendwie bekommen muss. Als ich in der heutigen Zeit mal wieder durchgespielt habe, mit diesen Medaillons, die zu finden, die man ja braucht, um dann quasi den Ganon zu besiegen und so weiter. Das ist nicht sehr intuitiv, finde ich. Das wird wahrscheinlich irgendwo versteckt sein, nehme ich mal an. Irgendwo, vielleicht, dass man da irgendein Schriftstück finden kann oder ähnliches. Aber ich habe das damals nie gesehen. Und ich weiß auch nicht wieso. Und ich habe dann die ganze Zeit immer so rumgegammelt. Ja, das hast du schon, da kannst du nicht hin, das hast du schon. Und irgendwann verliert man natürlich die Lust. Aber hätte ich jetzt da irgendwie so einen Tipp bekommen, hier, da und da musst du weiterspielen und so weiter, dann wäre es ja eine ganz andere Sache gewesen. Und deswegen waren diese Magazine damals auch in dieser Hinsicht so wichtig. Nicht nur, dass sie halt irgendwelche Spiele kurz vorgestellt haben. Nein, dass sie wirklich dann auch wirklich diesen so einen Lösungshilfe und Ansatz bekommen haben. Wobei natürlich hier am Anfang der Wüstenpalast ist, glaube ich, der zweite Palast, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wenn man das jetzt nicht hinkriegt, dann haben wir ganz andere Probleme. Aber gut, irgendwo müssen sie ja anfangen. Die können ja nicht da schon hier, zack, das ist das Ende des Spiels zeigen. Ist klar. Aber genau das ist halt so klasse. Und ich finde einfach diesen Stil von diesem Spiel super. Also nach Link's Awakening ist das wirklich mein liebstes Zelda-Spiel, weil ich ja sowieso eher auf diese 2D-Zelda stehe. Mit den 3D-Zeldas bin ich persönlich ja nie warm geworden. Aber regelmäßige Zuschauer wissen das natürlich. Aber auch da, wenn man nicht nur vom Technischen her vergleicht, dieser Sprung vom NES auf das Super Nintendo, allein diese Spieltiefe, was da alles drin versteckt, sie versteckt diese Größe dieser Welt und so weiter, herrlich. Und das so verschiedene Rätsel und Lösungsansätze, ne? Hier sowas mit diesen Zoras und sowas. Okay, gut, die gab es im ersten Teil, glaube ich, auch, dass man Flossen, mein Gott, heute bin ich irgendwie durch den Wind, entschuldigt, bekommt. Und zwar das Ganze, glaube ich, auch im ersten Teil, wobei ich den ersten Teil nie so ausführlich gespielt habe. Aber natürlich auch die Schattenwelt und so weiter, die war natürlich prima. Und vor allen Dingen, man hat ja diesen Anfang gespielt, weil man da so relativ blind reingegangen ist und noch nicht wusste, dass es so eine Schattenwelt gibt. Man dachte, hey, ich habe es jetzt durchgespielt und plötzlich, wow, öffnet sich eine ganz neue Welt. Hallo, kein Tinker, sie ist irgendwie unruhig. Hier ist nämlich ein Schlafplatz in der Nähe und da will sie immer hin und jetzt geht sie endlich rauf. Schön, hoffe ich. Nein, bleib jetzt da. Ihr seht sie gerade nicht im Bild, aber irgendwie ist sie gerade auf jeden Fall unruhig. Ja, diese Schattenwelt, herrlich, dass sich denn so eine nochmal größere Welt einfach so eröffnet hat, womit man jetzt quasi unter normalen Umständen gar nicht mit gerechnet hat. Finde ich sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, der Boss, der war immer sehr nervig. Oh, da habe ich ein paar Mal dran probiert, weil eigentlich ist er ja gar nicht so schwer. Aber dadurch, dass man halt immer runterfällt, muss man echt immer aufpassen. Also kurze Erklärung, die den Boss nicht gespielt haben, das ist halt so eine Schlange mit verschiedenen Gliedern, die halt über so eine Oberfläche immer so zufällig gleitet, sagen nenne ich es einfach mal. Und man muss halt immer das Ende des Schwanzes treffen. Und wie man hier sieht, da sind natürlich auch so ein bisschen Kanten, das so ein bisschen Dreidimensionalität irgendwie demonstrieren. Und da kann man halt hinunterfallen. Und quasi der Trick ist halt, in ihn so zu hauen, dass man nicht runtergestoßen wird. SimCity, ja. Auch das ein wunderbares Spiel, wunderbares Launch-Spiel. SimCity ist ja, okay, der letzte Ableger ist, glaube ich, schon etwas länger her, aber damals war es echt eine große Nummer, Städteaufbausimulation. Und dass es die denn damals auch auf den Super Nintendo gab, das war nicht selbstverständlich, weil es war natürlich ein PC-Spiel und so diese Aufbauspiele und sowas, ihr kennt es wahrscheinlich selber auch aus der heutigen Zeit, sind auf der Konsole nicht gerade zu Hause. Und zwar durch die Bedienung, also eine Maus kann man sowas natürlich wesentlich einfacher und besser bedienen als jetzt mit einem Controller und sowas. Aber die haben es hier trotzdem geschafft, dass es einigermaßen gut steuerbar ist auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Natürlich hier verschiedene Schauplätze, hier diese vorgebauten Städte, wo man denn die dann mal halt übernehmen muss und managen muss. Das war allerdings nie unbedingt mein Stil, weil ich finde es immer schwer, in so ein gemachtes Ökosystem quasi reinzukommen und sich dann da
erst einzuarbeiten. Das finde ich immer sehr schwer. Wenn man natürlich so etwas von Grund auf so eine Stadt oder sowas aufgebaut hat, dann weiß man, wo was ist und so weiter. Dann kann man eher diese Zusammenhänge irgendwie erfassen und bearbeiten. Das fand ich immer mit diesen vorgefertigten Szenarien. Das war halt deswegen nie so meins, weil man jetzt sich dann erstmal irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit erstmal einen Überblick schaffen musste. Wie kann ich hier was machen? Wo ist was? Und was ist, fehlt überhaupt? Und hier und da. Ja, das war nicht so die einfache Sache auf jeden Fall. Nächstes Spiel, Super Ghouls and Ghosts. Also scheint eher hier nicht so das neue Vorstellungsmagazin zu sein, sondern vielleicht wirklich so eine Art Kaufberatung zu Weihnachten, nenne ich es einfach mal. Habe ich auch in meiner Sammlung das Spiel, habe ich aber allerdings noch nie so groß reingespielt, aber auch da habe ich ja schon oft gesagt, mich schreckt so ein bisschen dieser wirklich harte Schwierigkeitsgrad ab, der wirklich sehr frustrierend sein soll, und ich bin mittlerweile ja eher so ein Spieler geworden. Ich mag diese frustigen Spiele nicht so unbedingt. Die sind nicht irgendwie meins, ich weiß nicht. Ich habe da keine Zeit mehr und keine Ausdauer mehr, mich bei irgendwelchen bockschweren Spielen durchzukämpfen. Früher als Kind war das was anderes. Da hatte man Ausdauer, da hatte man auch nicht so ein großes Spieleangebot, was man wahrnehmen konnte. Und dadurch hing man an so einem schweren Spiel schon mal fest und hat sich da quasi durchgeboxt. Aber in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ich bin da nicht mehr so frustbereit oder wie man das nennen will, und dann spiele ich lieber irgendein anderes Spiel. Ich weiß, schrecklich, ich bin eine Memme, was das angeht. Aber eigentlich sieht das Spiel wunderschön aus. Eine super Weiterführung natürlich des NES-Titels Ghouls and Ghosts. Ja, hat natürlich auch Anfang der Release-Spiele, nenne ich es einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es zum Release erschienen ist, aber zumindest im Release-Zeitfenster. Hat natürlich hier und da mal Slowdowns und so weiter, was natürlich durchaus normal ist, da man ja noch nicht so gut die Hardware einschätzen konnte und dadurch natürlich auch zu etwas zu Schwierigkeiten kommt. Ja, kommen wir zu einem großen Titelthema, Mario Paint. Ja, das war wirklich eine riesige Sache damals, obwohl es auch eigentlich ja nicht so groß und toll ist. Ich habe es ja schon letzte Woche im Super Nintendo Spieleberater gesagt. Großer, krasser Teil war halt wirklich hier mit der tollen Computermaus, dass man damit auf einer Konsole mit einer Maus arbeiten konnte. So ein paar Spiele später haben das ja auch dann noch übernommen, dass man das auch mit Maus steuern konnte, so wo sich es angeboten hat, wie zum Beispiel Cannon Fodder, fällt mir ein. Lemmings bin ich mir gerade unsicher, aber ich glaube auch hier, auf jeden Fall Lemmings 2. Es gab immer mal wieder Spiele, die das quasi übernommen haben, aber hat sich natürlich in der breiten Masse nie durchgesetzt. Aber war echt eine coole Sache, dass das hier übernommen wurde. Ja, dann natürlich die Musikstücke, die man da kreieren konnte, herrlich. Ach, mehr stellen sie gar nicht vor. Ha! Dann wird das wahrscheinlich so wie hier so, wie die anderen Spiele sein, wo die einzelnen Levelabschnitte irgendwie vorgestellt werden. Hier, Mario Paint. Könnt ihr Musik machen. Also man kann natürlich noch malen und so weiter, aber ihr werdet alle Mario Paint kennen auf jeden Fall. Ja, Tipps und Tricks. Sehr schön. Battle of Olympus, Castlevania 3, Track and Field, Mega Man 2 und so weiter. Natürlich auch Super Nintendo. Oh, da hat sich wieder in der Badewanne ablichten lassen. Der 14-Jährige aus Aachen ist der Ausleihprofi. Mischer ließ ich für 2 oder 3 Tage ein Gameboy aus, und ich war so fasziniert, dass ich immerhin 12 Spiele durchschaffte. Alter, was für Spiele hat der denn da gespielt? 2 oder 3 Tage ein Gameboy ausgeliehen und dann 12 Spiele durchge... Boah. Ich weiß nicht, ob das etwas geflunkert ist, weil... Selbst wenn man jetzt ganz einfache Spiele nimmt, wie Kung Fu Master oder sowas, da muss man ja schon etwas üben. Also sagen wir mal, eine Stunde für ein Spiel braucht man ja auf jeden Fall. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Hier haben wir natürlich wieder die Profis, denn das waren dann die Redakteure. Irgendwie sieht der komisch aus. Der Stefan Meyer. Ist das jetzt mit Absicht ein Kinderfoto? Oder sieht der so aus? Ich guck gerade. Im Juli 1980. Okay, geboren. Okay, das ist 92. Okay, also ne, ungefähr mein Jahrgang. Ich bin ja Baujahr 81. Also wirklich ein Kinderfoto. Ach, Spielerprofil. Dachte Profi. Heute ist nicht mein Tag, würde ich sagen. Ich bin nicht ganz bei der Sache. Herrlich. So, oder auch nicht herrlich. So, eiskalte Videospiele für kalte Wintertage. Das ist ja interessant. Nur so eine Seite, das könnte eine Anzeige sein, oder? Was haben wir denn da hier? Snake, Rattle and Roll, da gibt es auch Eislevel. Dann DuckTales, SimCity natürlich, Winter und Mega Man.
Das ist ja geil, dass sie es auf seiner Seite dafür geopfert haben. Hier ist natürlich wieder aus der Phase mit dem Gelochten und da ist das hier nicht so mit drin. Deswegen muss ich erstmal kurz gucken, wie das eigentlich gehört. Genau, es muss eigentlich so gehören. Ha! Huh. Das sieht ganz schön krass aus, ne? so von Aufmachung. Hier so wirklich so wintergräuliche Tage und hier quasi eine kurze, ja quasi Anzeige. Ach, das ist dieser FCO-Wettbewerb, der da angekündigt ist. Ja, mal gucken, ob wir auch teilnehmen können. Ah. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 1992. Ha, können wir leider wohl nicht mehr teilnehmen. Wunderbarer Kalender mit verschiedenen Outfits. Was haben wir hier? So Wikinger, dann so Englisch, Forscher, Mafia. Das müsste dann Niederlande sein. Das ist in Japan, wahrscheinlich hier Amerika, Mexiko. Schöne Stereotypen, ne? Spanien, das wird Frankreich sein, Schottland, ja, Deutschland natürlich. Und die Türkei oder so, irgendwie sowas. Ach ja, stimmt. Oh, steht da sogar. Ah, Panda, es ist nicht dein Tag. Aber das ist mein Spiel auf jeden Fall. Das ist mein liebster Plattformer auf dem Game Boy auf jeden Fall. Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. War eine riesige Sache damals. Und vor allem technisch. Natürlich, der Vorgänger hat natürlich technisch so sein eigenes Schema gehabt, so seinen eigenen Stil. Aber das hat das technisch natürlich nochmal ganz auf ein ganz anderes Level gefühlt gebracht. Hat sich natürlich so eher an der Optik an den 16-Bit-Marios orientiert. Und die Technik super. Hat auch da natürlich so ab und zu ein paar Slowdowns gehabt, muss man fairerweise sagen. Das ist leider so. Aber allgemein ein super Plattformer. Ich hab's geliebt. Hab's wirklich 2-3 Mal durchgespielt. Vor allem, weil es auch gar nicht so überschwer ist. Was natürlich echt klasse ist. Und da gab es natürlich auch so ein paar Sachen, die dann neu waren und ich glaube auch in kein Mario wieder erschienen sind. Also hier Hasi Mario und Space Mario, die waren glaube ich für den Titel exklusiv. Aber wie gesagt, ich habe natürlich bei weitem nicht alle Mario-Spiele gespielt. Deswegen diese Aussage bitter unter Vorbehalt. Aber war einfach herrlich, diese verschiedenen wirklich fantasievollen Ebenen, wie hier zum Beispiel Mario Land, wo man in so einem mechanischen Mario ist und dann diese ganzen mechanischen Teile und sowas hat. Herrlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, finde ich immer noch der beste Plattformer auf dem System auf jeden Fall. Hat ganz viel Charme, Spitzenmusik, also sollte jeder wirklich mal gespielt haben. Die Trainingsrunde, genau, das ist ja das erste Level, wo man gleich den Rang geführt wird, um ja, alles so zeigen und so weiter. Herrlich, finde ich. Genau, 6 Münzen, es gab hier 6 Länder mit thematisch, das war Halloween-Welt, diese angesprochene Mario-Land, so eine Mini-Welt, wo man quasi in so, als Mini mit Ameisen in so einem Haus und so weiter. Ah, wunderbar, ihr merkt schon, ich bin da ganz nostalgisch. Dann habe ich in Mystic Quest natürlich wieder einen weiteren Klopper. Ich habe ja ein Let's Play dazu gemacht. Habe ich damals leider verpasst, hätte ich damals aber auf jeden Fall wirklich geliebt, weil ich ja auch Zelda Link's Awakening ja immer noch liebe und damals geliebt habe. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Wunderbares Spiel, auch was auch zeigt, was auf dem Game Boy wirklich möglich ist, ne? Auf den ersten Blick denkt man ja von wegen, oh, Gameboy, so einfache Technik, da kannst du nur Primitivspiele drauf geben. Nein, es gibt wirklich richtige epische Abenteuer, gibt's darauf. Super, also wie gesagt, Let's Play habe ich gemacht. Manche sagen natürlich, die damit aufgewachsen sind, finden sie besser als Link's Awakening. Ich persönlich sehe das natürlich anders, aber wie ihr wisst, so eine gewisse Portion Nostalgie ist da wirklich immer mit dabei und zählt halt auch natürlich, ne? Was habe ich hier? Mario und Yoshi. Ja, ein Puzzlespiel gab es ja damals in den 90ern viele so Mario-branded Puzzlespiele, sage ich mal, die sich irgendwie alle auf den ersten Blick ähnlich gespielt haben, aber natürlich jeder so seine eigene Sache hatten. Hier ist es halt so, ihr müsst wieder 3 verschiedene Symbole kombinieren. Das Problem ist halt so, dass das hier nicht wie bei Tetris, wenn der Stein runterfällt, den steuert und dann quasi einordnet, sondern dass hier, ihr seht das hier unten, ich zeige euch das mal so ein bisschen mehr ins Bild rein, hier zum Beispiel, es sind so 4 Plattformen und ihr steuert quasi den Mario und vertauscht diese Plattform immer und damit stapelt ihr denn diese Symbole, die natürlich entsprechend auch alle Mario-Symbole sind. Das ist halt wirklich das Spielprinzip, dass ihr die Steine nicht direkt steuert, sondern indirekt und dann müsst ihr die halt immer kombinieren. Ich glaube, man muss sogar oben und unten eine Eierschale machen, damit das dann quasi als Ei gepresst wird. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht genau im Hinterkopf, weil das wirklich so, ja nicht 0815, aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus will auf jeden Fall. Ja, wieder das Comic, wieder Finger aus dem Bild, könnt ihr lesen, würde ich sagen. Schön weihnachtsthematisch natürlich, schöner Zeichenstil wie immer, herrlich.
Die Top 10 Super Nintendo, Super Mario World ist klar, F-Zero, Street Fighter 2, Zelda nur auf Platz 4. Boah, hätte ich aber vor F-Zero, aber F-Zero war halt damals eine große Sache, ne? Das darf man nicht vergessen mit dem Mode 7 Effekt und so weiter. Mario Paint, Super Soccer, SimCity, ja gut, es gab ja auch so viele Spiele. Game Boy, Super Mario Land, ja, Mega Man, Gargoyle's Quest, F1 Race, Tetris, DuckTales, Blades of Steel, Super Mario Pro Tennis, Metroid 2. Metroid 2 auch so weit unten, finde ich seltsam. Aber hey, gut, wenn sie meinen. NES hat natürlich auch einige Titel. Ich gehe mal die Leser, ne? Weil die Leser, die sind nicht so von dem Marketing-Bullshit beeinflusst. Okay, vielleicht irgendwie schon, aber Super Mario Bros. 3, klar, Mega Man, Zelda, Mario Bros. 2, Mega Man 2, Zelda 2, Battle of Olympus, Super Mario Bros. 1, Little Nemo, Chip and Dale. Ja, relativ natürlich von den Nintendo-Titeln, ja. Eingenommen. Disney Special, ja, damals die Disney-Spiele waren echt super. Natürlich hier schön als, ist quasi eine Werbeanzeige, ne? Sagen wir ehrlich. Das ist quasi eine Werbeanzeige. DuckTales, Wunderspiel, tolles Spiel auf beiden Systemen, sowohl NES als auch Game Boy. Ich habe es damals auf den Game Boy gehabt und geliebt und hoch und runter gespielt. Chip and Dale auch auf dem NES super. Mickey's Dangerous Chase ist an mir damals vorbeigegangen, ist ein okayer Plattformer, also die Titel finde ich wesentlich besser als den hier, ist ein guter Plattformer, aber auch nur so okay. Robin Hood, ja, auch wunderbar, hatte ich auf den Game Boy, wo es ja portiert, habe ich damals überhaupt nicht gerafft, was das überhaupt alles sein soll, das war mir zu... Ja, das ist ne, das typische Gefühl. Man wusste halt damals nicht, wenn ein Spiel anders war, wusste man das nicht einzuordnen. Und ne, das war meistens in Englisch. Die Englischkenntnisse waren auch damals nicht so doll. Das hat man halt einfach nicht zuordnen können. Aber super Abenteuerspiel mit verschiedenen Modi. Kampfmodus, standardmäßig hier Standardmodus halt zum Erkunden und so weiter. Quasi so Top-Down-Perspektive, wo er durch die Level läuft. Kampfmodus war noch etwas anders. Duellmodus hier 1 und 1 mit großen Sprites. Also das war halt das Spiel zu dem Film damals. Und da haben sich echt Mühe gegeben. Das finde ich echt super. Das hätten sie wirklich zu einer Minispielsammlung machen können oder zu irgendeinem ganz normalen Plattformer. Aber da haben wir sich wirklich ausgetobt. Finde ich herrlich auf jeden Fall. Ja, Krusty's Funhouse, das habe ich ja auf dem Super Nintendo mal getestet. Die NES-Version, da kann ich natürlich jetzt nicht so viel zu sagen, aber die Super Nintendo-Version ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Obwohl es mit den Simpsons natürlich ehrlich gesagt nicht so viel zu tun hat. Aber vielleicht gerade deswegen ist es gar nicht so schlecht. Das ist ja einfach ein Reskin von einem anderen Spiel. Von irgendeinem Amiga-Spiel, auch mit Mäusen irgendwas. Also im Prinzip müsst ihr ja in verschiedenen Räumen so die Mäuse laufen lemmigartig durch die Level und ihr müsst dafür sorgen, dass quasi diese Ratten denn zu den Vernichtungsmaschinen hingeleitet werden, weil ihr müsst natürlich das ganze Haus von den Ratten befreien. Ja, Tiny Toon Adventures, auch das habe ich leider nicht gespielt, aber sieht gar nicht so verkehrt aus. Also auch da, die Super Nintendo Teile sind natürlich echt super solide, sage ich mal. Ich schätze mal, es wird auf dem NES ganz einfach sein. Das Star Tropics ist ja so eine meiner Bildungslücken auf jeden Fall. Ihr kennt es ja immer mal wieder, ich spreche es immer mal wieder an. Auch so ein bisschen Zelda-artiges Spielprinzip. Ich finde das Setting auch so gar nicht mal so verkehrt. So mit diesen exotischen Inseln, ein bisschen Voodoo-Einflüsse hat es, glaube ich, auch und so weiter. Finde ich sehr interessant. Hier auch 80er-Jahre-Roboter und so weiter. Muss ich irgendwann mir mal besorgen und reinspielen auf jeden Fall. Und ja, jetzt sind wir schon durch, würde ich sagen. Highscore natürlich wie immer und hinten natürlich nochmal die Anzeige zu Zelda Link und The Past. Ich sehe auch gerade, der Akkustand ist eh rot und blinkt. Haben wir es wieder geschafft. Schöne Ausgabe. Hat natürlich eher so ein bisschen den Sinn, die Kinder die Wunschzettel-Zusammenstellung für Weihnachten zu erleichtern, nenne ich es einfach mal. Ist aber auf jeden Fall eine feine Ausgabe und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir sind durch und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben!